Sieh mal einer an, barfüßige kleine Hobbits, sattes Grün, kreisrunde Türen und der Duft von Tabak und Bier in der Luft. Wenn das mal nicht das Auenland aus dem weltbekannten Romanzyklus Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien ist. Stimmt, wir befinden uns mitten in Michelbinge, der Hauptstadt des Auenlandes in Der Herr der Ringe Online. Das Online-Rollenspiel von Turbine ist mittlerweile seit 3,5 Jahren auf dem Markt und konnte bisher nur über ein reguläres Abonnement gespielt werden. Mit dem 2. November hat sich dies nun geändert und aus Der Herr der Ringe Online wurde ein Free-to-Play-Titel. So kann sich jetzt jeder Spieler einen kostenlosen Zugang erstellen und in die Welt Mittelerdes hineinschnuppern. Allerdings unterliegen freie Spieler zahlreichen Einschränkungen. So bekommen sie lediglich die Quests für die 3 Startgebiete freigeschaltet und müssen Limitierungen zum Beispiel bei den Charakterplätzen, im Inventar oder beim Goldmaximum hinnehmen. Wer also mehr vom Spiel erleben will, muss zwangsläufig im neuen HDRO-Shop für Turbine-Punkte neue Inhalte erwerben. Diese Punkte können Sie gegen echtes Geld oder durch ausgiebiges Spielen erwerben. VIP-Spieler wiederum, die trotzdem eine Art Monatsabo abschließen, erhalten fast alle Inhalte des Spiels freigeschaltet. Mit der Umstellung auf das neue Bezahlmodell unterzog Turbine auch gleich in einem umfangreichen Patch das komplette Spiel einer Frischzellenkur. Viele Änderungen sind aber eher kosmetischer Natur und erhöhen lediglich den Bedienkomfort, wie zum Beispiel Kleiderschränke zur besseren Verwaltung des modisch kleidsamen Zierwerks. Außerdem wurden die Tutorials und die Charaktererstellung nochmal überarbeitet. Die offenkundigste Neuerung ist aber die neue Region Anatwaith, die auf der westlichen Seite des Nebelgebirges das Gebiet Eregion am Eingang zu den Minen von Moria mit der Gegend um Isengard verknüpft. Isengard dürfte daher eine der nächsten zu erwartenden neuen Regionen sein. In Anatwaith ist landschaftliche Abwechslung großgeschrieben. Auf ein idyllisches Hobbitdorf folgen schartige Sandsteinschluchten. Grüne Wiesen und Felder gehen im Hochgebirge in eine karge Schnee- und Felslandschaft über. Und im Süden wartet ein finsterer Wald, über dem sich der diesige Nebel niemals lüftet. Eine weitere Neuerung ist die DirectX 11-Unterstützung. Brachte DirectX 10 eine verbesserte Schattendarstellung ins Spiel, so kümmert sich DX 11 vor allem ums Wasser. Wie Sie hier sehen, ziehen Sie nun bei Wasserkontakt einen kleinen Wellenkamm hinter sich her, der das Wasser sichtlich aufwühlt. Das Ganze ist zwar nett, aber nicht gerade weltbewegend. Aber immerhin sieht das Spiel auch heute noch sehr ansehnlich aus. Wie Sie hier nur erahnen können, ist Anatwaith riesig und bietet viel zu entdecken und zahlreiche Quests zu lösen. Wer aber auf neue Instanzen in diesem Hochlevelgebiet gehofft hatte, sieht sich enttäuscht. Dafür warten Turbine mit einer anderen Neuerung auf. Das mit dem letzten Add-on, die Belagerung des Düsterwaldes, eingeführte Scharmützelsystem, das individuell skalierbare, instanzierte Schlachten bot, wurde auf fast alle Gruppeninstanzen im Spiel übertragen. So können Sie zum Beispiel auch nach dem Maximallevel 65 jederzeit mit einer Gruppe eine frühere Instanz betreten, die Sie von der Schwierigkeit an Ihre Bedürfnisse anpassen. Eine willkommene Gelegenheit, verwaiste Instanzen der unteren und mittleren Levelstufen noch einmal zu besuchen. An Questabwechslung dürfen Sie nicht allzu viel Neues erwarten. Der Großteil sind weiterhin Sammle-, Töte- oder Finde-Aufgaben. Dafür wird aber die epische Questreihe in Buch 2 des 3. Bandes würdig fortgesetzt und auch in Anatwaith bekommen Sie es mit spannenden Geschichten zu tun. Hier zum Beispiel überzeugen wir den Rat des Hohen Herrschers Brenin, dass es Saruman und seine hier anwesenden Abgesandten nicht gut mit ihnen meinen. Nachdem Sarumans Abgesandter die Kampfabstimmung verloren hat, hetzt uns der schlechte Verlierer prompt seinen Waffenmeister auf den Hals. Doch gegen unsere flinke Hobbitjägerin hat er zum Glück das Nachsehen. Bringt der neue HDRO-Shop schließlich die Spielbalance ins Wanken? Nein. Wer von den alten Spielern befürchtet hatte, dass man sich die vorher hart erkämpften Strahlenrüstungen und legendären Waffen nun einfach kaufen kann, der kann aufatmen. Kein Spieler wird sich alleine durch den Einsatz von Geld die beste Ausrüstung erkaufen können. An spielfördernden Elementen kaufen Sie in erster Linie Beschleuniger, wie zum Beispiel Erfahrungsbooster, schnellere Reisen oder Tugenden, die Sie zuvor aufwendig farmen mussten. Ansonsten dienen die meisten Gegenstände im Shop dem Komfort. Wer zum Beispiel als Nicht-VIP-Spieler mit seiner Charakterslot-Beschränkung unzufrieden ist, der kann sich hier neue Charakterplätze dazu kaufen. Wir demonstrieren hier mal, wie bequem das vonstatten geht. Zwar haben wir in unserem Account schon 9 Plätze voll, aber ein 10. kann nicht schaden, wie wir finden. Unser Konto ist dank eines lebenslangen VIP-Status gut gefüllt und so können wir die geforderten 595 Turbine-Punkte, die in etwa 7 Euro Realwährung entsprechen, für den zusätzlichen Charakterslot bezahlen. Ein paar Mausklicks und Bestätigungen später ist das zusätzliche freie Charakterfeld verfügbar. Wunderbar, dann können wir mit dem ganzen Abenteuer gleich nochmal von vorn beginnen.